Schön, seid ihr dabei. Das Mal backen wir. Und zwar machen wir eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit. Es gibt etwas, das ich mir immer gewünscht habe als Kind. Ich habe es immer gesehen in der Werbung und so Lust drauf. Und meine Mami hat es mir fast nie gekauft. Und darum backen wir es heutzutage einfach selber. Wir machen selber gemachte Milchschnitte und das sind Zutaten. Für die Füllung brauchen wir eine Unkyo-Packung Chimik. Das sind 250 Gramm, 6 Esslöffel Honig, 1 Vanillestängel, 200 Gramm Frischkäse. Ich habe Gala genommen. Für das Biskuit brauchen wir einige Tropfen Mandelaroma, 3 Eier, 120 Gramm Zucker, 60 Gramm Mehl und 30 Gramm Kakaopulver, die habe ich zusammen hier, und eine Prise Salz. Und wer es gerne hat, kann noch 2 oder 3 Esslöffel Zitronensaft nehmen. Wir füllen ein Biskuit und dann kann man eigentlich alles in einer Schüssel machen. Wir trennen zuerst die Eier trennen und dann ein Eiweiß mit der Prise Salz zuerst mal steif schlagen. Wenn das Eiweiß schon ein bisschen steif ist, tun wir den ganzen Zucker drin und noch einmal richtig gut schlagen, bis es eine wunderschöne, dichte Masse gibt. Das Eigelb können wir ganz kurz schnell mit dem Schwingbesen aufschlagen und dann ziehen wir das darunter. Jetzt ziehen wir die Mehl-Kakao-Vermischung rein und die auch noch einmal darunter ziehen. Jetzt kommen noch ein paar Tröpfchen Mandelaroma dazu. Ich arbeite mit einem Brownie-Blech, aber ihr könnt zum Beispiel auch eine Cake-Form nehmen oder irgendetwas anderes, das länglich ist. Dann fette ich das Blech auf der Seite schön ein und für den Boden unten das Backpapier zuschneiden. Jetzt kommt die Hälfte unserer Biskuit-Mischung rein. Schön klopfen, damit sie möglichst gleichmässig verteilt ist. Und das Ganze kommt jetzt 5 Minuten in den Ofen, 240 Grad Ober-Unterhitze. Wenn man 2 von der gleichen Blechform hat, dann kann man den Ober- und unteren Boden gleichzeitig backen. Und sonst macht man einfach den Vorgang 2-mal. Jetzt kommen wir zur Füllung. Hier rühren wir zuerst ungekühlte Chimik schön glatt. Dann kommt der Frischkäse rein, der Vanillestängel, dann 6 Esslöffel Honig. Und wer es gerne noch etwas Zitronik hat, könnt ihr jetzt noch den Zitronensaft dazu tun. Und jetzt wird das Ganze einfach nur noch gut gerührt. Wenn die Biskuits schön ausgekühlt sind, dann kann man das eine aus der Form lösen, das andere geht drinnen lassen. Dann ist wichtig, dass man die Füllung gut verteilt, dass sie überall gleichmäßig ist. Dann kann man schön kräftig klopfen. Dann kommt das zweite Biskuit oben drauf. Lasst euch nicht rausbringen, das ist irgendwie immer etwas kleiner als das unten dran. Dann schöne Ecken ziehen das Ganze. Und jetzt wird das mindestens 4 Stunden oder über Nacht gekühlt. Wenn alles fest geworden ist, schneiden wir die Milchschnitte in die richtige Form schneiden und mit Puderzucker bestäuben. So, liebe Leute, so wäre das die Sache mit diesen Milchschnitten. Ich schwelge jetzt noch ein bisschen in Erinnerungen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die genauen Mengenangaben und das Rezept noch mal sehen wollt, einfach hier unten in die Infobox klicken. Und tschüss! Beste Rastbücher!